Ach, Mann, ich hasse es, was passiert. Herzlich willkommen zurück zu Happy Cooking. Ich wollte jetzt eigentlich Dragonfruit 9 aufnehmen, aber ich habe mir gedacht, komm, wenn ich ja schon dabei bin, kann ich auch noch gleich die nächste Folge aufnehmen. Ich habe mir gedacht, ich lade das Ding einfach gleich hoch. Ich kann es eh. Ich möchte eh. Das ist direkt. Ich könnte es eh nicht aushalten. Deswegen einfach ein Stück zu empfehlen, das ist viel zu lang gerade. Was machen wir heute? Hopp, hopp! Wo sollen wir hingehen? Oh, da ist ein Fluss. Der Friedensberg. Ja, der Friedensberg. Wir gehen zum Friedensberg. Du willst zum Friedensberg. Warte einen Moment. Was ist los, mein Herr? Mir ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich werde nur sein alter Trottel, oder? Die verrückte alte Kauz. Wie bitte? Nein, überhaupt nicht. Oh, das höre ich gerne. Komm, wieso? Hoppelicher, hoppeln wir weg. Eine neue Eröffnung. Ums. Huch! Ein Schiff sollte sich niemals eine Blöße geben. Verstanden? Das ist mein Rat des Tages. Also auf Wiedersehen. Was war das? Schnell. Na, schnell mich mal. Und wir haben ausgezeichnet. Wir haben eine Mikrowelle. Ein Toast. Ach so, sieht das wie eine Mikrowelle. Das ist ein Toasterofen. Warum machst du denn ein trauriges Gesicht? Ich denke nur über das nach, was Strange mir gesagt hat. Hä? Oh, ja, hopp, hopp! Schauen wir mal! Sag mal, Lisa. Jetzt kann nur ein bisschen. Kannst du das Menü zusammenstellen, kann? Was hältst du davon, etwas für deine Mutter zu kochen? Was sagst du dazu? Oder wie wär's mit einer kleinen Party? Das wäre lustig. Ich hasse Partys. Doch, ich hatte echt neu nicht gedacht. Ich glaube, es ist noch zu früh für mich. Ich weiß nicht, was Mama sagen wird, wenn sie mein Essen probiert. Allein der Gedanke daran macht mir Angst. Auf auch glücklicher. Ihr Häuser hat recht. Ja, der hat recht. Der hat recht. Diese miese Stimmung passt einfach nicht zu dir, Lisa. Hab Dank, ihr alle. Aber miese Stimmungstausch ist auch okay. Das stimmt. Manche Dinge klappen nur, wenn man sie vermisst. Ja, auf damit, Emily. Ich wollte gerade erst richtig loslegen. Schon gut. Ihr gibt dir 5 von dir. Jetzt wird einfach versuchen. Ja, du hast recht. Aber auch trotzdem. Coole Pfannkuchen. Kohlepfannkuchen! Sag mal, Lisa, deine Mutter wird heute ein Essen kosten, oder? Ja, ich mache keine Hoffnung, aber... Ich werde für sie das Beste kochen. Das ist richtig, Einstellung, Lisa. Also ich stelle jetzt das Menü für diese Stunde vor. Als Hauptgericht gibt es diesmal Pfannkuchen, lecker. Dazu Erdbeer, Joghurt und Cäsarsalat mit Knoblauchbrot. Oh Gott, ich krieg gerade Hunger. Und weiter. Kuchen! Wesen müssen wir Zutaten bereitlegen. Ja, ich weiß. Zutaten. Okay, wir brauchen Eier. Okay. Als erstes brauchen wir ein bisschen Brot. Dann brauchen wir 2 Eier. Denn ein Ei ist 1 zu wenig. Dann brauchen wir Butter. Pudding. Kuchen. Oh, ich krieg Hunger. Und eine Erdbeere.
Was sind die Zutaten, die du brauchst? Beginnen wir mit Erdbeer-Joghurt-Creme. Komm, lass uns anfangen, ich verhungere. Abgesehen von diesen wenigen? Nein, das Wasser. Nun kommt Sahne. Kondensmilch. Alle Zutaten sind drin. Nun mixen wir sie richtig durch. Yay! Das ist perfekt, Lisa. Ja, bei ein paar geschnittene Erdbeeren. Gib alles in Schüttel-Joghurt-Creme hinzu. Fertig. Ergebnis Erdbeer-Joghurt-Creme. Bereite jetzt Knoblauchbrot mit Caesarsalat dazu. Backe zuerst die Backofen. Okay. Okay. Start, wie viel Zeit? 4 Minuten. Perfekt, mal sehen, wie es wird. 4 Minuten später. Jetzt hast du Knoblauchbrot. Juhu. Gieß Olivenöl und Pflanzenöl in die Schüssel. Das war Olivenöl und das ist Pflanzenöl. Jetzt kommt ein bisschen Pfeffer. Das reicht schon. Ein bisschen Salz. Das war zu wenig. Ein bisschen Essig zum Abschmecken. Ich sollte vielleicht ein bisschen weniger so schnell arbeiten. So, wir vermengen das vorsichtig. Jetzt kommt der Kopfsalat. Den haben wir aus den frischen Köpfen gemacht. Knoblauchtoast kommt da rein. Ein bisschen Käse, der gerieben ist. Perfekt, Lisa. Jetzt noch ein Ei drauf. Jetzt hast du Knoblauchtoast mit Caesarsalat. Zum Schluss können wir mit dem Hauptgericht Pfannkuchen. Beginnen mit dem Pfannkuchenteig. Jetzt kommt erstmal, lassen wir jetzt ein paar Eier drin. Jetzt kommt Milch in die Schüssel. Jetzt vermengen wir das noch gut. Küchenmischung. Kuchenmischung meine ich. Das ist alles gut, wenn die Mixtur bis zum Pulver mehr stießt. Du entscheidest, wann du fertig bist, Lisa. Yay, perfekt, Lisa. Jetzt raten Pfannkuchen. Berühre die Bratpfanne. Jetzt machen wir Pfannkuchen. Yum, yum, yum. Rein da. So, berühre den Handschalter, um ihn einzuschalten. Eine Seite des Pfannkuchens garen. Jetzt müssen wir Pfannkuchen wenden. Berühre den Pfannkuchen und schieb ihn aufwärts. Nimm den Deckel ab und schau, wie er aussieht. Wenn du denkst, dass er fertig ist, schalte den Herd wieder ab. Noch ein noch. Sieht sehr delikat aus. Der perfekte Lisa. Schießen Butter und aromatisiert erwischen. So. Ich hab Pfannkuchen. Na bitte, wer muss das kriegen? Ah, servieren. Jetzt wird serviert. Da es für Mama ist, kommt hier noch eine besondere Decke. Und nur das allerbeste Porzellan. Da kommen... Da machen wir am besten so eine Schüssel. Ach nee, auf dem Teller geht das auch. Aber dann nur in Ruhe. Ein Salat. Hier kommt so eine Schüssel. Ich glaube, dafür brauchen wir... Was ist das? Aha, das ist für Eis. Das ist Gabel. Ich glaube... Ja, ich glaube, dafür braucht man Messer und Gabel. So. Beilagen. Oh ja, so ein paar schöne Beilagen. Kommt hier noch so um den Apfel hin. Nee, das passt nicht. Eiscreme!
schon wir hier noch eine Oblade hin. Ja, da soll eine Oblade hin. Hm. Und hier tun wir noch eine Zitrone drauf. Ein Herzchen, ist das? Naja, mach wohl nicht. Eine Orange auch nicht, passt nicht so gut. Ananas auch nicht. Aber auf die Spitze kommt mit dem Kirsche. Ah, oh, sieht das köstlich aus. Was ist das? Mayonnaise. Bäh. Soße. Bäh. Sahne. Sahne ist gut. Na, das wollen wir dann schon, wenn, dann wollen wir das schon richtig machen. Na gut, dann machen wir das halt mit so einem kleinen Klecks. So. Probieren. Oh, wie köstlich das aussieht. Also, wie schmeckt es, Mama? Wie hab ich gekocht? Schmeckt es dir gut? Mensch, Lisa, beruhig dich. Tut mir leid. Lass mich nachdenken. Ich würde sagen, man kann das, deine Leistung diesmal so bewerten. 4 Sterne. Geschmack 2 Sterne. Beilagen 3 Sterne. 90! Yay! Probier auch mal einmal aus. Ausgezeichnet. Arme Ritter mit Bananen. Ich habe noch nie arme Ritter geschmeckt. Ob gekostet oder überhaupt jemals gesehen. Ja, ich möchte überschreiben. Wir speichern und speichern und speichern. Speichern und speichern, speichern. Lisa, komm mal kurz hierher. Bin unterwegs. Stampf, 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 stampf. Ich hab meine Sprungschuhe mit. Musst du so laut sein? Tut mir leid, Mama. Hier, das ist vom Papa. Es ist eine Kettensäge. Ist das was? Ist das zu fassen? Nein, das ist zum Werfen. Darf ich es öffnen, Mama? Also Lisa, nein, du solltest essen. Ich möchte nicht, dass du es hier im Flur aufreißt. Weil du reißt es um ein tausende kleine Stück und dann muss ich alles wieder wegkehren. Okay, okay. Zoom. Okay, los geht's. Tada! Fantastisch, ein Puppenhaus. Mama, ich nehme es mit hoch in mein Zimmer, okay. Aber sicher, mein Schatz, wir schreien uns jetzt nach jetzt nur noch an. Stampf, stampf, stampf. Wir hören erst auf zu stampfen, bis das Ding durchgebrochen, erst wenn es durchgebrochen ist. Oh nein, ein Erdbeben. Es ist eine Naturkatastrophe, richtig? Aber... es ist Lisa! Toll! Das sollte uns die Gelegenheit geben, ein bisschen umzuräumen. Hündchen! Ich wusste gar nicht, dass dich so einfach interessiert. Hopp, hopp! Oh doch! Das macht unheimlich Spaß. Wenn es doch echt wäre, dann wäre es perfekt. Molly, Molly, Molly! Papa, was machst du da? Ich belege die Puppenhaus mit einem Zauber. Renn jetzt in die Küche und du wirst schon sehen. Okay. Warte. Etwas hier ist anders. Ist das Puppenhaus? Das ist Hoffling, richtig. Es versteht sich von selbst, dass du die Küchengeräte auch zum Kochen benutzen kannst. Das ist deine Chance, Lisa, die Küche nach deinen Wünschen einzurichten. Zeit für ein Minispiel. Was spielen wir heute? Wir werden mit Treffer. Das ist eine gute Idee, also spielen wir. Oh ja, Memory. Okay.
Yay! Wuhu! Da ist ein Burger. Da ist der Reis. Ah, nee. Dann machen wir da nicht hier. Ah, gut. So, was ist hier? Ah, gut. Okay. Hier das Messer. Hier ist der. Ja, jetzt habe ich was verwechselt. Und noch immer die Hälfte der Zeit. Ungefähr die Hälfte. Unter die Hälfte. Juhu! Ergebnis! 1514 Punkte. Jetzt ist Zeit fürs Reiskochen. Reiskochen. Benutze das Gericht, die du kochen und das Rezept, die du gefunden hast, und kombiniere sie nach Lust und Laune. Willst du es versuchen? Oh, okay. Hau. Dann machen wir mal eine Pfannkuchen. Schweine, was? Dann machen wir dazu einen Krautsalat und dazu dann noch einen grünen Tee. So. Wir machen ein gesundes Mittag. Bereit also den Tee zu. Gluck, gluck. Klasse! Der grüne Tee ist fertig. Als nächstes machen wir Krautsalat. Schneide zuerst die Kohle und die Möhren. Berühre das Messer. Zap, 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 zap. Fertig. So, kleiner Mann in Kohl. Berühre das Messer. Klick, klick, klick. Und schieb, 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 schieb. Perfekt, jetzt haben wir einen Salat fast. Jetzt kommt das da rein. Die Möhren. Jetzt tun wir davon noch ein bisschen rein. Ein bisschen Olivenöl. Ein paar Rosinen. Das wird noch abgeschmeckt. Das ist gut so. Dann kommt jetzt noch ein bisschen Zucker dazu. Das wird aber noch abgeschmeckt. Das ist die richtige Menge. Genau. So. Fertig. Ist gut vermengen. Es ist perfekt. Zum Schluss können wir dich mit Schweineminutenschnitz panieren. Zuerst mit Schweinefleisch. Nimm gesalzen und gepfeffertes Schweinefleisch und rolle über das Tablett, um es zu panieren. Wenn du zu viel Panade hast, schüttel das Fleisch um über den Tablett. Jetzt nimm das Fleisch und lege es auf den Tablett zum Rechten. Wählen. Ja. Okay. Ist. Ja. Ich brauche vielleicht noch ein bisschen Übung. Ja, wo soll ich das auch am Anfang wissen, dass ich das Ding gerade hochziehen muss? Und damit das nicht direkt so ist. Egal. So. Ja, komm, wieder runter. So. Braten wir zum Schluss panierte Schweinefleisch in Öl. Berühre die Bratpfanne. Heißes Öl. Lass sie eine Weile braten. Jetzt wird es Zeit, die Schnitzel zu wenden. So, brate an der Seite und entscheide, wann du es herausholst, Lisa. Brate noch etwas länger. Schöne Farbe, das ist köstlich.
Hey, das ist perfekt, Lisa. Nächstes. Lass sie eine Weile braten. Schnitzel wenden. Bitte wenden. Brate eine Seite. Boah, wir braten und wir braten und wir braten. Du entscheidest, wann es rausholst. Na, kann auch ein bisschen länger. Von wegen, ich entscheide, ich passe einfach hier nur drauf, oben auf, ob sie es sagt, ob es richtig ist oder nicht. Lass dir eine Weile braten. Das war Zeit zum Drehen. Schnitzel. Ah, ich hätte drücken müssen. Noch ein bisschen länger. Ah, was für eine schöne Farbe. Es sieht köstlich aus. Es ist perfekt. Schweine. Das sind die Schweinemenüs. Servieren. So. Das kommt hier drauf. So. Steck. Messer und Gabel. Das sind dann die roten. Beilagen. Erstmal kommt die Zitrone drauf. Dann kommen wir so zwei Kirschtomaten oben drauf. Hier ein Brokkoli. Und eine Möhre dahin. Schön hier so eine Petersilie hin. Ein paar Sesamkörner. Algen nehmen. Essiggurken. Dann kommen hier noch Essiggurken hin. Und hier kommt wieder meine Zitrone drauf. Was habe ich denn hier? Das ist Mayonnaise. Soße, Senf. So. Und fertig ist das Menü. Sobald du das Gericht serviert hast, ist es Zeit zum Probieren. Probieren wir erstmal. Bewerten und... Ich koche 4 Sterne, Geschmack sind nur 2 Sterne wieder. Ich schaffe es ab jetzt ab 90! Juhu! Probier wär's auch mal so. Bratapfel! Juhu! Das freut mich! Wie lange nehmen wir auf? Ah, schon wieder 23 Minuten. Hier speichern wir. Weiter. Noch eins machen wir und dann hören wir wieder mal auf. Huh! Es ist kein Vergnügen, im Sommer ein Plüschtier zu sein. Warum kommst du da nicht aus diesem Stofftier heraus? Ich möchte mehr vom wahren Hüpfer sehen und mehr über dich erfahren. Zum Beispiel, wie du wirklich aussiehst. Aber was? Auf keinen Fall! Ich darf niemals meine wahre Gestalt zeigen, solange ich in dieser Welt bin. Und oh, wirklich? Ja, wenn ich gestehen werde, kann ich nie mehr reinkehren. Und dann hänge ich hier fest für immer. Das kommt nicht in die Frage. Ich schätze, das wäre wirklich ein kleines Problem. Wirklich? Ich wusste, dass sie mich nicht will. Ich wusste, dass sie mich hier nicht will. Wie dem auch sei. Also, Lisa, deine Freunde haben für den Sommer eine Lerngruppe eingerichtet in den Schulferien. Ja, stimmt. Wir wollen unsere Hausaufgaben zusammen machen. Warum nimmst du dann nicht die Gelegenheit und lässt sie deine Kochkünste probieren? Auf wie weit kannst du jeden zeigen, wie weit du gekommen bist. Wow, du hast recht. Das ist eine tolle Idee, Hüpfer. Dann wird es Zeit für die nächste Diktum, hopp, hopp. Ich will die ganze Zeit bei dir sein. Hopp, hopp! Okay, ich werde es machen. Du wirst schon sehen, Hüpfer. Das ist richtige Einstellung, Lisa. Puh, das war ja nicht allzu schwierig. Übrigens,
Was ist das, Frau Pop? Oh, das ist eine Atombombe. Das hat vorhin Mama gebracht. Noch ein Geschenk von Papa. Hops. Super. Also, was soll ich jetzt trinken? Eine Puppe, nehme ich an. Aber Mama sagt, es sei irgendwie gruselig. Oh. Stimmt das. Ich werde meine Magie darauf anwenden. Da kannst du irgendwie mit deinem Zimmer treffen. Und viel Spaß damit haben, okay? Ich weiß. Aber was, wenn es wirklich gruselig und so? Ich bin sicher, dass es nicht ganz so übel ist. Hopp, hopp. Na gut. Oh nein. Ich komme zu spät zum Unterricht. Ich gebe auf. Hühnercurry. Ändere das Aussehen deiner Küche. Rot. Das kann so bleiben. So. Gelb ist schön. Wenn ich kein Rot kriege, kriege ich Gelb. Messer. Das ist schon okay. Das ist so. Das ist gut so. So. Kühlschrank. Gibt's hier noch ein Rot? Nö. So. Eine rote Uhr. So. Da kommt der in den Mixer. Okay. Willst du mit der Küche spielen? Ja, bin ich. Der Sommer ist gekommen. Die Hitze macht dir noch nichts aus, oder? Kein bisschen. Das freut mich. Dann lass uns kochen. Jawohl, gnädige Frau. Ich präsentiere dir das Menü zur heutigen Stunde. Curryreis. Das weiße Bohnen, gemischter Salat. Saba lächelt. Soll ich das versuchen? Beginnen wir mit dem Kochen. Also musst du alle Zutaten bereitlegen. Ja, bla bla. Wow. Das ist jetzt mal einiges. Okay, wir brauchen Zwiebeln. Dann brauchen wir Kartoffeln. Dann brauchen wir Möhren. Dann brauchen wir Paprika. Dann brauchen wir zwei Eier. Dann brauchen wir Milch. Dann brauchen wir Tomaten. Dann brauchen wir Beans. Dann brauchen wir Schweine. Dann brauchen wir Butter. Und dann brauchen wir noch ein steifes Würstchen. Ah, nee, eine Gurke tut's auch. Das sind alle Zutaten, die du brauchst. Wir geben dir die Maissuppe. Schneide die Zwiebeln und mit dem Messer. Mit meinem hübschen neuen Messer. Ja, ich weiß, wie das geht. Abcutten, da abcutten. Jetzt wird jetzt hier so ein Stück schneiden. Und nochmal schneiden, um Würfel draus zu machen. Juhu. Gut gemacht, zerkleinert. Bitte schließt die Gemüsebrühe in den Kochtopf. Viel Glück. Jetzt kommen erstmal ein paar Zwiebeln rein. Die braten wir jetzt schön an. Ah, ein paar schöne Zwiebeln anbraten. Ein bisschen glattes Mehl. Dann rühren wir es nochmal um. Schön alles anbraten. Jetzt etwas Wasser. Ein bisschen kochen lassen. Topf blubbert ganz schön, oder? Besser auf mittlere Hitze zuschalten. Jetzt rechter Zutat hinzufügen. Sesammais, Sahnmais, meine Instant-Suppe. Ein bisschen Milch. Jetzt noch ein bisschen Salz, das ich als Gift getarnt habe. Dann noch ein bisschen Testosteron in Pulverform. Jetzt ein bisschen rühren und rühren und rühren. Passt schon. Nur noch den Herd abschalten. Blickt, Herz aus. Die Maissuppe ist fertig. Bereite den gemischten Salat. Schneide zuerst die Zutaten in Salat. Nimm dir dafür das Messer. Jetzt heften wir mal die Tomate. Und Tomaten kann man nicht einfach so schneiden. Dafür braucht man ein sehr gutes Messer, wenn man das so schneiden möchte. Normalerweise drückt man nämlich die Tomate nämlich immer kaputt mit einem unscharfen Messer. Aber okay, man kann auch so zerhauen. Paprika schneiden wir in der Mitte durch. Und dann schneiden wir das in schöne Ems. Oh mein Gott, Mac!
Mische alle nächsten Dressing zusammen und Gemüsepflanzen über den Schüssel. Dann tun wir ein bisschen davon ein bisschen rein. Dann schmecken wir das genau ein bisschen ab. Das ist die richtige Menge, genau. Dann kommt ein bisschen Salz rein. Das ist genau richtig. Dann kommt noch ein bisschen Zucker. Das ist die richtige Menge. Ein bisschen Pfeffer. Das ist genau das Richtige. Und jetzt wird schön umgerührt. Ah, jetzt kommen die Gurken rein. Paprika. So schön vermengen. Jetzt kommen Tomaten. Und Ei. Yay, und misch gut durch. Ja, das ist perfekt, Lisa. Zum Schluss kümmere dich um das Hauptgericht. Curry, schneide Zutaten in Curryreis. Berühre das Messer. Wir müssen immer so viel schneiden. Berühre das Messer. Hopp. Schnipp, 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 schnipp. Wie gut gemacht. Schneide die Möhre in der Mitte durch. Und jetzt schneiden wir das in schönen Streifen. Juhu. Jetzt schneiden wir diese Zwiebel in der Mitte durch. Und müssen wir das nicht einfach aufschneiden? Das ist noch egal. Achso, wir würfeln es. Geschnitten Zutaten anschließend in den Kochtopf. Such den Knochentopf. Knochentopf. Okay. Heißes Öl. Jetzt kommt dann Fleisch rein. Braten wir es an. Abschmecken. So ist es gut. Hier noch ein bisschen. Das ist auch gut. So. Ah. So muss das aussehen. Jetzt kommen hier noch ein paar Kartoffeln dazu. So. Sanft anbraten. Jetzt kommen hier noch ein paar Möhren. Und die jetzt alle zusammen richtig schön anbraten. Jetzt kommt hier ein bisschen Wasser in den Topf. Nachgehen. Nachtrocknen. Jetzt habe ich vergessen, wie das Wort heißt. Rühre den Topf, um den Schaum abzuschöpfen. So, fast alles und... Ja, du hast es geschafft, abschöpfen. Das Gemüse ist jetzt schon zart, also kannst du das den Herd abschalten. Gib das nächstes rotes Curry in den Topf. Rotes. Ja, rotes ist gut. Jetzt habe ich... So, aber den Herd wieder einschalten. Erst ein bisschen rühren. Und rühren und rühren. Es ist fast ruhig. Der Herd wird abschalten. So, jetzt tun wir das zum Reis. Und das Curry ist fertig. Nun müssen wir es nur noch servieren. Okay, dann nehmen wir dafür das hier. Einen schönen Teller. Dann nehmen wir das hier. Was haben wir noch an Salat? Gut. Dann brauchen wir jetzt einen Löffel. Dafür nehmen wir natürlich wieder den. Was gibt noch alles? Der schwarze Löffel auf Doom. Holzlöffel. Schwarzer Löffel mit Löffel. Natürlich nehmen wir dafür den roten Löffel. Ein paar Beilagen. Hier tun wir das hier hin. Was ist das? Geriebener Käse. Oh. Kann ja nicht schaden. Und. Komm, dahin. Dann tun wir hier... wo ist es? Also, das hin. Und dazu das hier. Ach nee, nee, falsch. Spargel, bäh. Ich suche was anderes. Obwohl... Ein Brunnenkraft kann den Schaden. Ich hätte mal das wieder ein bisschen dahin, weil das sieht dann so aus. Perfekt. Schussgewürze, das ist Soße und das ist Mayonnaise. Komm, ein Spritzer Soße, keinen Schaden.
Ja. Sieht das vorzüglich aus. So, jetzt probieren wir es. Sieht gut aus. Ich werde mich gleich darauf stürzen. Benjamin kann dein Lächeln diesmal bewerten als... Wie gut hast du, wie gut habe ich gekocht? 4 Sterne, ja. Der Geschmack, 3. Beilagen, 100 Punkte, ja, 100 Punkte, juhu. Probier auch mal das einmal aus. Auszeichnung. Kermes Curry. Kermes Curry wäre mir zwar lieber, aber naja. Yay. Bist du sicher? Ja, ich möchte speichern. Sobald es gespeichert ist, sag ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, ich sag bye, bis zum nächsten Mal bei Happy Cooking. Ciao.